The sun has not risen yet, but in my head, I'm already in the farm. Để tao xem tất cả sẵn sàng chưa? Jeg lader opp. Jeg samler styrke. ¿A dónde puedo ir sin mi compañero? في الواقع نحن نعمل على خط الأفق تماما ما بين الأرض والسماء. Ich komme aus Minsk, aber ich kenne die Erde wie meine Vierräder. Und ich bin erst 70. Ja, Ihrer Ansicht nach nicht jung, aber für einen Traktor bin ich in den besten Jahren. Und in diesen Jahren lernte ich verschiedene Sprachen. 130 Länder und überall gibt es eigene Traditionen und Kulturen. Und das Wichtigste, eigenen Boden. Und in jeder Ecke der Welt hat er seine eigene Farbe, sowie auch jeder, der auf dem Feld arbeitet, seine eigene Hautfarbe hat. Der Boden im Norden ist schwarz, im Süden ist er braun, aber unabhängig von der Farbe der Haut und des Bodens träumt jeder Ackerbauer vom Gleichen, von der Ernte und einem wahren Gehilfen, der den Anbau wachsen und ernten hilft, unter allen Bedingungen, sogar den schwierigsten. This friends behind me never lets me down. He don't take my money, he actually feeds me. And I can trust him in any way. It's very easy to use. And actually I fell in love. I don't think it's a female, but if it was, it would have been in my bedroom. Wir arbeiten zusammen. Partner, Freunde. Es ist sehr wichtig, einander zu vertrauen. Er ist sehr arbeitsfreudig, zuverlässig. Und ich bin anspruchslos. Und man könnte sagen, ewig. Wie die klassische Musik oder die Pyramiden von Ägypten. الجرة ده كويس انا متعامل معاه من 2002 الحمد لله جار كويس وعامل وكويس في الشغل ومريحني و100 وكانت التجربه بتاعته موجوده وتمام يعني ما فيش اي مشاكل ولا حاجه ولا انا وحش انا متعامله كله في البيلاروس. بيلاروس حاجه ممتازه الجرار اللي باللاروس يستاهل السعر اللي بندفع فيه. ناكلوا على عيش نشتغلوا هنا نشتغلوا هنا حاجة مصدر أكل عيش لنا. In unserer großen Familie arbeiten alle hart. Wir sind Ernährer. Und Ernährer klingt in jeder Sprache stolz. Heute werde ich besser, leistungsfähiger, computergesteuert, auf dem letzten Stand der Technik. Ich weiß nicht genau, was unsere Ingenieure entwickelt haben, aber alle meine Tests meisterte ich mit Bravour. Es ist notwendig, mit der Zeit Schritt zu halten. Es ist aber auch wichtig, sicher und sanft den Boden zu bearbeiten, denn unser höchster Wert ist das Brot, Reis, Roggen, Gerste, Weizen. Jedes Land hat sein Brot. In Nicaragua Zuckerrohr und Bananen. Riesige Felder. Es gibt eine besondere Sorte von Bananen, Platano. Die Einheimischen verwenden sie anstelle von Kartoffeln. Kochen, braten, salzen. Die beliebteste Beilage und bei Bedarf als Hauptgericht. Der erste und der zweite Gang. Und ich mit meinem Partner hole es ein. Die Kabine schützt vor dem Staub, die Klimaanlage macht's komfortabel. Und los geht's. Tenemos costumbre nosotros pueblos nicaragüenses que dice el dicho que es el machete de nosotros, el arma para trabajar. En Nicaragua la mayor parte es agrícola y es una de las piezas fundamentales en la agricultura, un tractor, más si es Belarus. Wenn es so drückend heiß herum ist, bist du froh, dass du im Wasser arbeitest. Reis ernten ist wie Angeln. Ohne mich kann man ertrinken. Deswegen ist die Kabine speziell wasserdicht. Hier lernte ich zum ersten Mal schwimmen. Oder wie die Seeleute sagen, zu navigieren. Nói về mấy cái Belarus thì tôi thích về giá. Độ bền thì cũng tương đối. Vì máy kéo Belarus nó đơn giản, dễ sử dụng, nó thích hợp với cánh đồng của Việt Nam này. Chú muốn mà đến nỗi là chú nằm chim bao luôn, chú muốn, chú mơ mộng được cái máy Belarus lót đen này nhưng mà không có đủ tiền. Rốt cuộc là chú phải mượn 7-80 triệu chú mua cái máy Belarus này rồi lên khi mà xuống dưới lấy cái máy á. Về chú ngồi trên xe rồi là chú rớt nước mắt, chú mừng mà phải rớt nước mắt. Im Kaukasus arbeite ich auch seit langem. Und es gibt auch hier seine Schwierigkeiten. Unebenes oder bergiges Gelände. Die Oldtimer schafften es nicht mehr. Da wurde ich zu Hilfe gerufen. Hier zu arbeiten ist ein Vergnügen. Einzigartige Natur, reicher Boden. Und die Leute sind sehr gastfreundlich. Es gibt immer Fladenbrot, Fleisch, Wein und Gesang. Herzensleute, wir sind schon wie eine richtige Familie. Ich arbeite immer nah bei den Menschen und den Haustieren, aber der Exotik bin ich zum ersten Mal in Afrika begegnet. Ich wäre fast ertrunken vor Staunen, als ich eine Giraffe sah. Im Gegensatz zum Strauß konnte ich sie aus der Ferne sehen. Als Brot isst man hier Mais, Weizen, Hafer, Gerste. Also das Ende der Welt nicht nur schön, sondern auch satt. They are compliant with nature, that is, they actually talks to the environment. We future with the Belarus tractor, we've got a bright future and also we'll be able to deliver to our generation. I still regard them as the best tractors that I've ever used. Северный Казахстан похожий климат на наш климат. Это тоже сложные условия. А Беларусь, он просто универсальный трактор. И при жаре плюс 30-40 работает, и при минус 30-40 работает. Очень достойная техника. У нас в хозяйстве выращиваем картофель, горох, пшеницу, ячмень, гречиху, овес. Да все что угодно. Ja, die Felder sind riesig. Kein Ende in Sicht. 10.000 Kilometer von West nach Ost. Pflügen und pflügen. Und wissen Sie, wo ich am schmuckvollsten bin? In Pakistan. Jeden Tag bin ich wie auf einer Parade. Man schmückt mich, dekoriert meine Kabine. Manchmal bestellt man dazu sogar professionelle Künstler. Und das Ergebnis solcher Dekorierungen ist ein besonderer Stolz von jedem einheimischen Fahrer. Zuerst war ich sehr erstaunt. Dann merkte ich, so heben wir unsere Stimmung, auch während der schwierigsten Arbeit. Die Arbeit ist schwierig, aber das ist meine Lieblingsarbeit. Ich versuche, meinen Ruf zu wahren. Ich trainiere viel, um in Form zu bleiben. Und während ich Ihre Sprache erlerne, lernen Sie meine. Traktor Belarus. 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 Хорошо. Ich war überall. Man kennt mich weltweit, aber ich erinnere mich, woher ich komme. Mein Land ist das Land der schönen Felder, Lieder und der freundlichsten Menschen. Man sagt, ich bin das Symbol von Weißrussland, sein Stolz. Ich fühle mich geehrt, aber ich bin nicht arrogant. Das ist mein Horizont. Er ist unendlich. Dort liegt meine Arbeit. Neue Sprachen und Freunde, neue ferne Länder. Enjoy your meal, yeah.